Heute wieder live auf YouTube und anschließend auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich muss zugeben, dass ich ein bisschen weitergespielt habe in New Offenbach. Ich habe vorhin eigentlich ein neues Let's Play angefangen, musste aber mittendrin aufhören, deswegen dachte ich mir, vergesst das Ding, das war eh langweilig, fangen wir einfach mittendrin an. Und zwar kann ich euch zeigen, was ich vorhin angefangen habe. Ich habe den Kreisel erweitert. Der Kreisel ist ja von Beginn an mein größter Freund und Feind. Ich fange jede Stadt mit diesem Kreisel hier an. Und normalerweise ist es ein Kreisel, wo man dran bauen kann, weil ich normale Straßen verwende. Aber normale Straßen verstopfen sehr schnell durch den aufkommenden Verkehr. Deswegen habe ich die normalen Straßen durch ein System aus Autobahnen ersetzt. Und ich möchte jetzt eine riesige Autobahn durch New Offenbach bauen. Und ihr könnt dabei sein. Ich gehe auch mal wieder in den Chat, dass ich auch sehe, falls jemand dabei ist. Haha, Rega lobt mich schon für mein Hemd. Vielen Dank, Rega. So, ich hoffe, man versteht mich gut. Ich habe mein Mikrofon gerade nochmal schnell einstellen müssen. Ja, genau. Also das ist der Plan für heute, eine Autobahn zu bauen. Ohne irgendwelche Vorbilder aus dem Dritten Reich zu haben. Genau, der Gag kam nicht so richtig gut an, weil ich gerade am Nachdenken war, aber ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten mache. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich jetzt hier mittendurch bis nach da oben zu einem meiner Lieblingsviertel eine Autobahn bauen möchte. Und die sollte natürlich minimal viel zerstören auf dem Weg dorthin. Machen wir es einfach. So. Erstmal raus aus dieser Ansicht. Ich glaube, der Stadt geht es relativ gut. Die Kasse hat 368.000 irgendwas, Pesos. Und wir kriegen jede Woche 5.000 Pesos dazu. So, wir wählen die Autobahn und das Ersetzen-Tool. Eins meiner Lieblingstools in dem Spiel. Und wir zerstören die Stadt. Hier kann ich schon mal nichts machen, weil hier irgendein Gebäude ist, das im Weg ist. Krematorium ist im Weg. Das kann ich zum Glück verschieben. Das kann ich jetzt aber nicht mehr nach vorne verschieben. Das muss ganz anders hin. Einfach hier hin? Ja, das sieht doch... Das ist noch gut angebunden. Von da aus kommt man noch überall hin. Kein schlechter Platz. So, dann machen wir mal weiter mit der Zerstörungswut. Wieso funktioniert es hier nicht? Ist hier noch ein Gebäude, was ich nicht loswerde? Ah, der Parkplatz. Klassiker. Yes. Yes. Die Parkplätze zählen bei mir als Parks. Die habe ich mal selbst gebaut in dem Editor von dem Spiel. Und, irgendwo sind die hier hinten. Das ist dieser Parkplatz, den ich da gerade weggemacht habe. Und Parks und andere wichtige Gebäude kann man nicht einfach abreißen. Das ist sehr praktisch einerseits, andererseits nervt es an solchen Stellen auch. So, ich werde diese Autobahn irgendwann bereuen. Oh shit, an dieser Stelle zum Beispiel? Ah, das hier ist ein Friedhof. Und wenn ein Friedhof voll ist, kann man ihn nicht versetzen. Deswegen muss ich ihn jetzt leeren. Das klingt sehr makaber. Aber so muss es sein. Das heißt, sie bringen jetzt hoffentlich einfach die Toten zum Krematorium und erledigen dort den Rest. Aber das ist doch schon mal ein Fortschritt. Jetzt gibt es hier so eine Autobahn und hier gibt es eine Bushaltestelle, die nicht mehr funktioniert. Genau solche Probleme kommen dann natürlich auf mich zu, dass plötzlich der Verkehr nicht mehr wirklich läuft. Verschiebt das jetzt einfach mal von da nach da. Das scheint eine gute Lösung gewesen zu sein. Rega, ich freue mich übrigens, dass du wieder live dabei bist. Du scheinst ja zu diesen Zeiten auch immer gerne online zu sein. Das ist mir dann immer direkt eine Freude, wenn du die Nachricht bekommst und gleich mit mir online kommst. So streamt es sich schön mit ein paar Zuschauern.
Aber auch anschließend freue ich mich natürlich über Kommentare, die ich in letzter Zeit häufiger bekomme. Danke nochmal dafür, jetzt live. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, ob ich die Autobahn hier schon beenden soll oder ob ich sie hier fortführen sollte. Oder ich führe sie hier herum. Das wird super seltsam aussehen, aber es könnte ein Plan sein. Schön am Wetterpark vorbei. Mein geliebter Wetterpark. Oder ich führe sie hier herum. Dann zerstöre ich zwar die Rosenhöhe mehr oder weniger, aber was tut man nicht alles, um seine Stadt zu verbessern? Da müssen dann auch mal die Anwohner drunter leiden. Tut mir leid. Das heißt allerdings auch, dass ich jetzt hier Teile zerstören muss. Ja, doch. Knallhart weg. Irgendwann werde ich schon merken, dass da was nicht mehr passt, aber erstmal machen wir es so. 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 Oh mein Gott, ey. Ich habe da so lang dran gesessen. Stimmt gar nicht, aber es sieht jetzt so schön aus. Genau, schön die Autobahn dadurch bauen. Bis nach hier oben zum Strand. Und die Autos, die pesen hier durch. Oh, das ist eine sehr seltsame Autobahn, wo dann so eine Stadtstraße einfach durchführt. Das werden wir gleich alles anpassen. Aber ich bin erstmal ganz froh, dass wir die da durchgezogen haben. Und jetzt müssen wir sie andersrum auch noch irgendwie durchziehen. Die Frage ist nur, welche Straße wir dafür nehmen. Vielleicht gehen wir nach hier hinten und nehmen eine von... Ja, das könnte ganz gut klappen. So, und außerdem sollte ich eigentlich die hier bauen. Highway with Sound Barrier. Die Leute sollen ja nicht krank werden durch all den Lärm. Deswegen fange ich jetzt mal damit an. Und sollte ich später die anderen noch upgraden. So, das heißt, die Autobahn führt bis nach hier oben. Dann vielleicht bis hierhin. Ah, shit. Hier ist eine Grundschule, oder? Nee, ein Arzt. Dann kommt er dahin. Sorry, guys. Don't be so mad at me. Das ist, glaube ich, okay. Die Kurve ist einfach was. Aber habe ich jetzt so angefangen und mache ich jetzt so weiter. Kenne ich jetzt keinen Erbarmen. Ich glaube, das war's mit der Rosenhöhe. Das war so ein schöner Stadtteil. Und jetzt habe ich ihn eigentlich für immer zerstört, für immer verändert. So, vorher zerstöre ich das hier. Und diese Ecke hier. Und baue dann von hier nach da weiter. So, perfekt. Ah, das Ding ist ja noch am leeren. Aber ich kann das ja erstmal so lassen. Oder ist schon leer? Das Ding ist schon leer, nice. Der Friedhof kommt dann einfach. Da haben wir schon einen. Hierhin. Jetzt ist hier ja irgendwie sehr viel Platz. Oder besser hierhin. Ja, ich glaube, hier ist sogar noch besser. Da ist es noch flexibler. Zack. Sieht doch auch ganz nett dort aus. Ja, die Leute sind immer irritiert, wenn man so Sachen verschiebt. Die ärgern sich zuerst, aber dann freuen die sich sofort wieder. Das sieht man an den Smileys. So. Hat das jetzt Sound Barrier? Nee, habe ich da natürlich voll vergessen. So. Weg mit den Straßen. Ah, hier ist irgendwas im Weg. Aber hier unten kann ich ja schon mal. Nee. Organic Foods? Nein. Wieso kann ich es hier nicht zerstören? Wegen dieser Straße, nehme ich an. Das ist so ein toller Tunnel. Eieieiei, die Performance ist nicht besser geworden. Ich habe zuletzt die Mod ausgeschaltet, die mir sehr viel Freude bereitet hat, aber ich muss jetzt weichen, weil ich dachte, dass die Performance darunter leidet. Aber die Performance leidet immer noch unter irgendwas. Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Hier waren wir, so. Sorry, falls jemandem schlecht geworden ist im Stream. War nicht meine Absicht. Okay.
Zerstöre schon mal alle Häuser hier, damit ich irgendwie einen Eindruck habe, was ich hier gleich machen muss. So, dann diese Straßen weg. Diese Straße weg. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach durchbauen kann. So, ungefähr nach da. Das sieht doch gut aus. Und dann kann ich hier eine Ausfahrt bauen. So. Nein. Vielleicht auch nicht. So, und dann nach da. Entschuldigung. Wieso geht das nicht? Seriously. Das sieht auch nicht gut aus. So kann ich nicht bauen, Leute. So kann ich nicht bauen. So, jetzt gehen wir mal unter die Erde. Ich hoffe, das funktioniert so, ja. Zack. Und mein Lieblingstool. Und nach oben damit. Ich kann es nicht wegen der Straße oder was? Okay. So, dann mache ich das so. Ich mache es jetzt voll geschickt. Hier soll es rauskommen. Im Garten von einem tollen Einwohner New Offenbachs ist soeben ein Tunnel entstanden. Jetzt muss ich das Ding hier noch umdrehen. Unter die Erde und zack. Ja, also es sieht fast gewollt aus. Und jetzt ist hier immer noch eine Bushaltestelle, die ich versetzen muss, wie immer. Bei solchen Aktionen. Und das ist mal wieder die gelbe. Gelbe? Ich habe eigentlich die gelbe Linie, Buslinie, komplett zerstört. Kann ich sie einfach löschen? Ah, kann ich tatsächlich. Tschüss. Sorry, guys. Wir bauen euch eine neue Linie. Okay. Dann schauen wir uns mal unseren Highway an. Er beginnt jetzt hier, kommt in den Kreisel. Ich habe keine Ahnung, ob der Kreisel jetzt überhaupt noch Sinn ergibt. Vielleicht lasse ich ihn einfach, weil... Ich lasse ihn erstmal. Genau, die fahren dann hier hoch. Hier sind noch ein paar Straßen nicht angeschlossen. Aber die können dann hier oben schnell die Kurve fahren. Die sind jetzt halt super schnell unterwegs, was mir echt gut gefällt. Komm hier zurück. Jawohl, wenn ich jetzt die ganzen Straßen drumherum anschließe, sollte das eine gute Aktion gewesen sein. Genau, so. Jetzt reparieren wir ein wenig. Nein, ich wollte es nicht umdrehen. Ich wollte es sogar einfach zerstören. Und dann ersetzen. Ja, was ist denn das für eine komische Ansicht gerade? Traffic? Ich wollte keine Traffic-Ansicht haben. Bekomme ich die immer? Habe ich die vorher nicht bemerkt? Ah, nee, jetzt. Deswegen. Genau, also einfach da dran anschließen. Ich habe jetzt mal Bäume gewählt, damit es da auch ein bisschen ruhiger zur Sache geht. Außerdem wollte ich die Autobahn upgraden. Upgrade-Kosten sind auch im Rahmen. Ja. Zieh das jetzt einfach mal hier so durch. Geht das? Ja. Klick, klick, klick. Hier auch noch. Ach, das freut die Einwohner, tatsächlich. Sehr schön. Hat der Bürgermeister doch noch ein bisschen Ahnung von seinen Einwohnern. Genau, und hier wollte ich eine schöne Ausfahrt machen. Und eine Einfahrt eigentlich auch. Also, wie heißt das? Ausfahrt und... Nee, Abfahrt. Einfahrt, Ausfahrt? Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, eigentlich andersrum. Eigentlich muss es andersrum. Na, stimmt eigentlich auch nicht so richtig. Ich bin nur nicht zufrieden mit der Reihenfolge. Die Leute sollen sich nicht im Weg sein, wenn sie rein und raus fahren. Ich will Straße bauen, nicht abreißen. Naja. So. Und dann vielleicht... So.
Ja, ich hoffe, die sind sich nicht ständig im Weg. So, dann haben wir hier noch eine seltsame Straße. Auch mit Bäumen. Wo haben wir diese Straße nun? Den hier lang führen. Und hier unten anschließen. Genau, so. Aber dann auch hier die Straße eigentlich abreißen. Sorry, guys. Weg mit euch. Ich muss mal kurz gucken, ob meine Infrastruktur funktioniert. Ich brauche ein bisschen mehr Strom. Ich hoffe, ich kann einfach am Budget drehen. Nur nachts kann ich am Budget drehen. Das tue ich jetzt auch tagsüber. Möchte ich dann einfach so ein neues Windkraftwassergedöns bauen. Einfach hier hin. Rega macht sich einen Spaß und sagt, dass das hier war offenbar schöner zu machen. Dachte er zumindest. Du meinst, das sei nicht schön, was ich hier baue? Entschuldigung, aber ich finde, das ist quasi die Aorta New Offenbachs. Ich finde es wunderschön, was ich hier gebaut habe. Vor allem steht es sehr schön im Einklang zu den Straßen, die jetzt daneben entlang verlaufen. Ich kann die noch ein bisschen tweaken und anpassen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Das war ein sehr schlauer Schachzug. Zumal ich, glaube ich, in der Videobeschreibung geschrieben habe, schaut zu, wie New Offenbach zu einer Metropole wird. Und das ist sehr weit weg von schön. Welche Metropole ist schon schön? Paris vielleicht, an manchen Ecken. Offenbach ist schön. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Nee, das ist nur der Bus, der hier ein Problem hat. Aber ich habe auch andere Probleme hier anscheinend. Scheiße. Genau, ich wollte das hier nach da unten drängen. Einerseits. Aber dann auch die pinke Linie. Nachdem ich die grüne mal ausgeblendet habe. Von da nach da schicken. Genau. So, klick. Klick. Ne, so geht das nicht. Dann ziehe ich das von da nach da. Entschuldigung, wieso geht das nicht? So, von da und die ziehe ich jetzt nach hier hinten. Der sieht doch ganz gut aus, oder? Trotzdem habe ich hier noch ein Problem. Es ist immer noch ein Busproblem. Warten die grünen Busse hier immer noch. So. Damit ist da diese Haltestelle weg. Aber der Verkehr staut sich. Irgendwie war das vorher besser. Das ist echt ein Krampf, Leute. Die Leute ziehen aus. Kriegt nur noch halb so viel Geld. Was habe ich getan? Wieso staut sich das? Das ist doch ein 1A-System. Wieso fahrt ihr nicht? Wieso fahrt ihr nicht weiter, ihr tollen Bewohner New Offenbachs? Das ist ja wirklich ein Stau. Die stehen ja einfach nur. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist Stillstand. Das Spiel ist kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Okay, 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 okay. Kurzes Krisenmanagement. Ich werde mich von meinem Kreise verabschieden müssen. Und hier diese komischen Seitenautobahnen werden auch einen Abflug machen. So. Jetzt ist es ganz klar, wie es weitergeht. Zack. Wir bauen jetzt von hier nach dort. Ich hoffe, die ganzen Autos, die jetzt hier so wild herumstehen, finden den Weg zurück. Wenn ich gleich wieder auf Play drücke. So. Jetzt habe ich hier eine dämliche Kurve. Aber es sieht wunderschön aus. Und jetzt ein- und ausfahrten. Nachdem ich hier diese mit Bäumen meine ich. Genau, ich mach das mal ein bisschen und zurück. Damit das läuft. Auf der anderen Seite ähnlich. Wir wollen da auch gleich runter.
Ah, ne, hier runter. Voilà. Also ganz ehrlich, jetzt wird sich dieser gesamte Stau gleich in Luft auflösen, wenn ich hier gleich wieder auf Play drücke. Muss noch ein, zwei Tweaks machen. Ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was. Eigentlich muss ich da eine Brücke hinbauen, damit die hier rüberfahren können und von der Brücke aus abfahren können. Genauso muss es sein. Ist doch klar. Ja, war mir sofort klar. Ich wollte euch nur testen, Leute. Ich wollte euch nur testen. Glaubst du, Steve? Das niedriger machen? Was ist mit dieser Brücke los? Da, ich kann sie hinbauen. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich schon mal geschafft und jetzt wird es schwierig. Anscheinend geht das nicht. Ich werde das nochmal probieren. Von da. Ein bisschen weiter? Nee. Wirklich nur noch da. Ah! Klick. Ah, ich muss es hier hinbauen und dann. Lobkusteep. Jetzt kommt's, Leute. Gleich bin ich fertig. Oh yeah. Jetzt hätte ich gern eine Sonnenbrille. Um zu zeigen, wie cool ich mich gerade fühle, dass das erstmal geklappt hat. Und erstmal ist hier das Stichwort, weil ich dachte ja, dass die Autobahn eh schon funktioniert, aber sie tat es ja eben nicht. So, und jetzt wieder nach oben. Da. Da. Und. Ich hoffe, das reicht jetzt schon. Ah, löschen, löschen, löschen. Abreißen, abreißen, abreißen. Und. Wirklich schön gerade, aber es funktioniert doch. Katastrophal, wie ich das baue. Alles quer fällt ein. Aber es läuft ja irgendwie. Irgendwie funktioniert es ja. Das ist ja das Tolle an dem Spiel. Es verzeiht mir meine Fehler. So sollten auch Menschen sein. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt kommen die Abfahrten und Auffahrten. Wenn ich sie mal hinkriegen würde. So. Die soll natürlich hier direkt runtergehen. Genau, hier fährt man drauf. Und von der anderen Seite. Und man. Verbindet das hier oder? Das sieht nicht so aus, aber anscheinend doch. Sehr gut. Und jetzt sollen die irgendwie hier drauf kommen. Einfach querfeld ein so. Ne, da war doch gerade. Da ist so eine Position, wo es geht. Die will ich jetzt finden. Ah! Da ist sie. Perfekt. Und andersrum sollen die jetzt hier. Einfach da. Ich will aber eigentlich, dass sie von hier oben runterfahren, weil ich das irgendwie cooler finde. Perfekt! Jawohl, das ist doch. So sieht das doch in jeder guten Stadt aus. New Offenbach braucht sich nicht zu verstecken. Machen wir mal kurz einen Screenshot von dieser Schönheit. Vielleicht nochmal von hier oben. Um einfach mal zu zeigen, was ich für ein Architektur- und Landschaftsbau-Gott bin. Und jetzt drücke ich Play. Wünscht mir Glück. Die Autos finden sich wieder ein. Die Autobahn fließt schon mal. Halbwegs. Hier ist ja noch der alte Stau, deswegen hoffe ich, dass er sich einfach schnell auflöst. Ich kann hier jetzt hier unten drehen. Das ist nicht das Schlechteste. Aber das staut sich jetzt auch deswegen. Die können sich ja theoretisch auch hier hinten nicht so gut drehen, ne. Nicht Sinn der Sache, dass die hier irgendwie stehen bleiben und auf den Verkehr warten. Entschuldigung. Das reduzieren wir mal weg.
So, dann drücke ich mal auf die zeitliche Tube und wir schauen mal, wie sich der Verkehr jetzt entwickelt. Ich gucke auch nochmal auf die anderen Werte. Wir haben genügend Strom. Also kann ich das Budget wahrscheinlich nachts ein wenig herunterdrehen wieder. Jawohl, wir haben genügend Wasser und Abwasser. Das läuft auch gut. Schön. Ja, daran können wir noch arbeiten. Daran auf jeden Fall auch. Und der Rest sieht doch okay aus. Und wir sehen, dass der Verkehr wieder fließt auf der Autobahn. Hier gibt es jetzt sehr viel Verkehr. Vielleicht werde ich diese Straßen auch bald mal anpassen müssen. Also überhaupt hier diese, ich nenne es auch mal Aorta, wo die meisten Autos immer langfahren. Da muss ich auch mal ran. Ich muss hier, glaube ich, noch eine größere Autobahn bauen, um alles zu verbinden. Ich glaube, das war schon ein guter erster Schritt, weil die Autos jetzt hier gut durch die Stadt kommen. Ich muss das hier dann noch besser verbinden und so weiter. Ich weiß, jetzt gibt es hier lauter Kriminalitätsprobleme wahrscheinlich auch wegen den Straßen. Und weil ich die Polizei da unten weggebaut habe. Also viele neue Baustellen, um die ich mich dann aber wahrscheinlich ein andermal kümmern werde. Ich zoome nochmal kurz raus, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es sah schon schlimmer aus, ganz ehrlich. Wir verdienen genug Geld in der Stadt. Die Leute ziehen gerade ein bisschen aus. Ich glaube, weil ich auch sehr viele Gebiete einfach zerstört habe. Genau, aber Krisenmanagement machen, betreiben wir eh die ganze Zeit. Deswegen war ich wieder mal ganz froh, heute mal mich dieses Problems angenommen zu haben. Wir haben ja die letzten Male uns mehr so um Dekos gekümmert mit dem Wetterpark und hier dem Stadion. Und darauf bin ich jetzt auch wieder sehr stolz, dass das hier wirklich architektonisch wichtig war für die Stadt. Als Ganze. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele City Skylines. Und vergesst nicht zu speichern. Macht's gut!